Lieben und herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. In diesem Video heute soll es um das Thema Schichtleitung gehen. Und anders als in den anderen Videos, wo wir natürlich ganz klar mit Definitionen und alles starten, möchte ich dieses Video heute mal anders gestalten. Und zwar habe ich vor einiger Zeit in meinem Instagram-Profil gefragt, was genau ihr für spezielle Fragen zum Thema Schichtleitung habt. Und ich habe mir jetzt einige grundlegend wichtige dieser Fragen rausgeschrieben und diese werden wir in diesem Video hier mal beantworten. Viel Spaß! So, also wir starten direkt mit der ersten Frage drauf los. Die erste Frage war, wer überhaupt übernimmt denn die Schichtleitung innerhalb eines Teams? Die Antwort darauf kann man eigentlich nicht so ganz fest sagen, denn in verschiedenen Häusern habe ich schon verschiedene Regelwerke, was das betrifft, gesehen. Im Grunde ist es so, dass immer die vorhandene, also in der jeweiligen Schicht geplante Fachkraft auch die Schichtleitung übernimmt. Ich habe aber auch schon in Häusern gearbeitet, wo man auch als zwei oder drei Fachkräften pro Schicht eingeteilt ist, je nachdem, wie viele Bewohner man zu versorgen hat, wie groß die Stationen jeweils sind. Und da war es teilweise so, dass einfach geguckt wurde, welche ist die langjährigste, erfahrenste Fachkraft und die wiederum hat dann die Schichtleitung übernommen. Dieses zweite Konzept finde ich eigentlich nicht ganz so toll, weil es da immer wieder zu Konfliktsituationen gekommen ist, wo die einzelnen Fachkräfte untereinander einfach sich gedacht haben, ja toll, guck mal, immer hier ist die Schichtleitung, nur weil die schon anderthalb Jahre länger dabei ist. Und die anderen anwesenden Fachkräfte können dann natürlich schwieriger bzw. nicht so häufig ihre Kompetenzen diesbezüglich ausbauen. Darum finde ich es eigentlich ganz gut, dass es so gehandhabt wird. Es gibt eine Fachkraft im Dienst, in der Schicht und die ist dann eben auch diejenige, die die Schichtleitung übernimmt. Diese Konstellation finde ich eigentlich am besten, weil natürlich auch die Schichten wechseln von Früh- in Spätdienst. Das heißt natürlich, man bekommt viel mehr mit als Schichtleitung. Sei es jetzt morgens oder eben auch nachmittags, weil in vielen Häusern ist es so, dass morgens oder aber nachmittags beispielsweise Arztvisiten stattfinden. Und wenn es immer so ein Rotationsverfahren gibt, dann wird natürlich gewährleistet, dass jeder mal drankommt und dass jeder seine Kompetenz ausbauen kann, die Chance dafür bekommt. Und aber auch, dass es einfach ein Gleichgewicht gibt, dass es nicht so ungerecht ist. Der eine macht immer Schichtleitung, der andere muss immer rennen. Das führt natürlich zu Konflikten. Wenn die eine immer nur darum sitzt mit dem Arzt und Sachen erzählt und im Endeffekt aber pflegerisch gesehen nicht wirklich viel leistet, so sieht es ja aus, wir sind ja ehrlich hier, dann kann das schon mal zu Beef führen innerhalb des Teams und das ist natürlich schlecht. Diese Thematik bringt uns jetzt auch schon etwas in die Richtung der zweiten Frage, denn die zweite Frage, die gestellt wurde, war, was mache ich denn, wenn überhaupt keine Fachkraft im Haus ist? Das finde ich eigentlich eine interessante Frage, weil unter normalen Voraussetzungen gibt es diese Konstellation eigentlich nicht, dass keine Fachkraft im Haus ist. Das würde ja bedeuten, dass nur Pflegehelfer oder Azubis oder Praktikanten oder FSJler oder whatever im Dienst sind. Da müsste man sich jetzt natürlich auch fragen, wer dann die Verantwortung, Durchführungsverantwortung übernimmt. Wenn wirklich es mal aufgrund von Krankheit oder Verspätung dazu kommt, dass es keine Fachkraft im Haus gibt, dann würde ich entweder wirklich auf dieses Konzept zurückgreifen, wer hat in meinem Team die größte, langjährigste Erfahrung
Oder aber gibt es dann natürlich stellvertretend eine PDL oder WUM-Bereichsleitung, die dann natürlich diese Position ein- oder übernimmt, die dann einfach zum Beginn der Schicht kommt und die einzelnen anfallenden Aufgaben einteilt unter den Leuten in dem Team. Und wenn es dazu kommt, dass beispielsweise Ärzte kommen oder existenzielle Fragen von Angehörigen, würde man dann eben diese Person zur WBL oder PDL schicken. Kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage finde ich eine sehr interessante Frage. Und zwar war die darauf bezogen, was genau sind denn jetzt eigentlich Aufgaben einer Schichtleitung? Klar ist hier erstmal zu sagen, dass ganz klar Aufgaben der Schichtleitung weiterhin die Fachkraftaufgaben sind. Ergo Behandlungspflege und das Stellen von Medikamenten wie Tabletten, Tropfen oder Bedarfsmedikation. So, und wirklich speziell hinsichtlich einer Schichtleitung habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht und euch so ein paar Kernbereiche einfach rausgefiltert. Und da gucken wir doch mal, was jetzt genau die Aufgaben sind. Wie ich jetzt eben schon angesprochen habe, ist hier die erste Aufgabe die Dienstverteilung. Das heißt, ich gucke, wer ist heute bei mir im Pflegeteam und gucke auch, welche Profession haben die Personen. Also gibt es da Azubis, gibt es da Praktikanten oder eine zusätzliche Fachkraft oder eben Pflegehelfer. So, dann werde ich natürlich gucken, aha, wir müssen heute das und das und das und das und das abarbeiten. Das sind heute unsere Tagesziele, Tagesaufgaben. Und diese Aufgaben verteile ich jetzt unter meinen Kollegen, mit denen ich eben in einer Schicht heute zusammenarbeite. Ein meiner Meinung nach sehr wichtigen Punkt, Aspekt, und den führe ich auch selber, handhabe ich so, wenn ich selber die Schichtleitung habe oder die Schichtleitung übernehme, ist nicht nur zu gucken, welche Kompetenzen hat der oder diejenige, mit dem ich zusammenarbeite, also sei er jetzt Azubi oder Fachkraft oder Helfer, sondern auch wirklich individuell in dem Team zu gucken, was hat mein jeweiliger Kollege für Stärken, aber auch für Schwächen, oder aber gibt es mit einzelnen Kollegen in Hinsicht auf Bewohnerkonflikte. Das bedeutet jetzt also, wenn ich mit jemandem arbeite, der sich einfach regelmäßig mit bestimmten Bewohnern anlegt, weil da einfach eine gewisse Antisympathie herrscht oder ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, werde ich natürlich denjenigen, den oder diejenige so einteilen, dass er nicht zu diesem Bewohner geht, sondern werde dann einfach tauschen, Bewohner untereinander tauschen oder wie auch immer. Oder auch, wenn ich weiß, dass ich beispielsweise eine ganz junge Azubine habe, dann werde ich die nicht zu dem Bewohner schicken, der einfach dafür bekannt ist, dass er einfach mal so ein bisschen nicht übergriffig wird, aber schon so ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Da wird man einfach dann als Schichtleitung drauf gucken, dass es einfach so verteilt ist, dass auch jeder sich in seiner Rolle wohlfühlt und auch dort auskennt und nicht unter- oder überfordert wird. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig, wenn ich eine Woche lang im Frühdienst bin und ich weiß, ich habe eine Woche lang Schichtleitung oder bin eine Woche lang Schichtleitung, dann werde ich auch einzelne Aufgaben rotieren lassen. Das heißt, dass nicht immer jeder dasselbe macht, sondern jeder mal irgendwas anderes macht. Das finde ich einfach wichtig, auch zum Ausgleich und auch hinsichtlich eines funktionierenden Teams, dass man wirklich guckt, dass eben jeder in seiner Rolle zufrieden ist und eben auch wichtigerweise die Kompetenzen, die er hat, entweder verstärken, ausbauen kann oder aber auch gewisse Schwächen kompensieren kann, indem er eben vielleicht andere Sachen macht oder aber gezielt an dieser Schwäche arbeiten kann. Das finde ich einfach unheimlich wichtig. Eine weitere Aufgabe als Schichtleitung ist es, dass gegebenenfalls wird es immer mal wieder nötig, dass gewisse Pflegemaßnahmen angepasst werden müssen. So, das bedeutet jetzt, wir sind mitten in der Schicht und meine Kollegin, meine Pflegehelferin-Kollegin kommt an und sagt, ach du lieber Gott, also mir ist ja aufgefallen, dass Frau XY die letzten Tage schon nicht wirklich gut und zuverlässig Flüssigkeit zu sich nimmt
Und dann kann man natürlich als Schichtleitung, Fachkraft entscheiden, okay, wir machen jetzt einfach mal für 3 Tage lang ein Flüssigkeitsprotokoll, wo eben wir überprüfen können, wie ist denn eigentlich die Flüssigkeitszufuhr vom Bewohner. Oder eben auch, dass man guckt, dass Lagerungsintervalle verändert werden, engmaschiger oder weiter auseinandergezogen werden. Wenn ich zum Beispiel Bewohner habe, die bettlägerig sind und akut einfach krank sind, beispielsweise, dann werde ich natürlich öfter lagern als vorher. Und das ist natürlich eine Sache, die kann ich als Schichtleitung jetzt verändern. Ein weiterer Punkt ist natürlich hier die Medikamentenversorgung, was automatisch auch heißt, dass die jeweilige Schichtleitung auch den BTM, Betäubungsmittelschlüssel, hat. Das erstmal und dann natürlich auch ganz klar Medikamente zu stellen, zu verabreichen, aber auch Rezepte für Medikamente beim Arzt anzufordern oder auch an die Apotheke weiterzuleiten und aber auch angekommene Medikamente jetzt zu kontrollieren. Stimmt das alles so? Passt das mit den Verordnungen und so weiter und so fort? Der nächste Punkt ist hier ganz klar das Thema Kommunikation. Derjenige, diejenige, die in der Schichtleitungsposition ist, ist auch gleichzeitig Ansprechpartner für Ärzte, für vorhandene Therapeuten, aber auch für Angehörige und auch generelle Telefonanrufe. Bei uns in der Einrichtung beispielsweise ist es super gemacht, wie ich finde. Es gibt für jeden Mitarbeiter ein Telefon. Wenn wir also 4 Leute sind, da hat jeder sein Telefon, jeder hat seine Nummer. Das ist auch egal, welche Nummer, Hauptsache jeder hat ein Telefon. Aber es gibt ein Schichtleitungstelefon und diese Nummer des Schichtleitungstelefons eines jeden Wohnbereichs sind hinterlegt bei den Ärzten. Das heißt, die rufen nicht einfach wahllos auf irgendeinem Telefon an, müssen dann erstmal 13 Mal weiterverbunden werden, sondern die rufen an auf der Nummer und da ist auch zuverlässig die Schichtleitung dran. Was ich wichtig finde, weil ich finde es nicht für die Zusammenarbeit nicht toll, wenn der Arzt erstmal 4 Stunden warten muss, bis er dann jetzt den Ansprechpartner am Telefon hat. Als allererstes mal das. Ich möchte euch an dieser Stelle auch einen Tipp geben für jeden, der die Schichtleitung ist. Wenn ihr ebenfalls solche Telefone habt, also wenn jeder ein Telefon hat, dann macht euch am Anfang, also in der Übergabe noch, macht ihr euch die Mühe, jeder nimmt sein Telefon und dann fragt ihr nach. So, welche Nummer hast du? Aha, du hast diese Nummer. Welche Nummer hast du? Aha, du hast diese Nummer. Schreibt ihr euch irgendwo kurz auf, im Dienstbuch oder so. Schreibt man sich kurz die Telefonnummer auf, die Durchwahl, damit ihr einfach wisst, wenn es mal wirklich schnell gehen muss oder ihr jemanden schnell erreichen müsst, dass ihr genau wisst, aha, der hat die und die Nummer, da kann ich schnell anrufen, dann ist der gleich da. Das finde ich einfach wichtig, das ist einfach gewährleistet einfach im Ernstfall, dass ihr untereinander einfach viel gezielter, viel schneller Kollegen erreichen könnt. Vor allen Dingen den richtigen Kollegen, das ist das. Wenn ich zum Beispiel jetzt Bewohner vorfinde, der aktiv erstickungsgefährdet ist und ich dann zufälligerweise, blöderweise gerade die Praktikantin oder den Hausmeister am Telefon habe, ja, das kommt natürlich super geil an, bringt mich auch nicht weiter. Also von daher gucke ich einfach, renne ich schnell zu meinem Buch, ah, bing, oder ihr nehmt euch so ein kleines Notizbüchlein mit, das habt ihr immer in der Kegeltasche, das ist auch eine super Möglichkeit. Guckt ihr schnell drauf und sagt, ah, okay, klar, bla 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 bla, und dann, ihr wisst schon, was ich meine. Als vorletzten Punkt haben wir hier die Organisation bzw. Delegation von außergewöhnlichen Maßnahmen. Das wäre beispielsweise, wenn ich Bewohner akut in Sterbephase habe. Darunter fällt aber auch, kann auch fallen, Einweisung ins Krankenhaus, Neueinzüge oder auch Umzüge in der Einrichtung, aber auch beispielsweise die Pflegebegutachtung. All diese Sachen würde man jetzt als Schichtleitung entweder übernehmen oder an verschiedene Kollegen delegieren. Also wenn zum Beispiel Frau Müller muss jetzt von Etage 1 in Etage 5 ziehen, dann würde ich jetzt eine Kollegin delegieren, anweisen, dass einfach sie das durchführt und würde das dann am Ende mit ihr kurz besprechen. Hat das alles geklappt? Gibt es noch irgendwas, was gemacht werden muss oder was noch fehlt, wo ich sie dann unterstützen könnte? Und fertig ist. Und als letzten Punkt ist hier zu nennen die Leitung der Schichtübergabe. Wenn ich Schichtleitung war in meinem Dienst und jetzt kommt der Spätdienst,
Dann plappert da nicht alles durcheinander, weil so kann man keine Übergabe machen, sondern bin ich hier der Gesprächsführer. Und dann gibt es natürlich im Spätdienst wieder eine Schichtleitung und die wird jetzt von mir als allererstes alle grundlegenden Informationen bekommen und erfahren. Und dann, wenn das passiert ist, kann man natürlich alle anderen noch mal zu Wort kommen lassen. Hast du noch was zu erzählen? Gibt es bei dir irgendwas Wichtiges? Oder die fragen dann einfach auch, der Spätdienst fragt dann im Frühdienst nochmal, war bei euch oder war bei Frau XY, Herrn, tralala, heute irgendwas Besonderes, was ich wissen muss, und fertig ist die Laube. So, die nächste Frage war, an was muss ich überhaupt alles denken? Das ist eigentlich ganz einfach. Als allererstes müsst ihr daran denken, alle Informationen, die ihr in eurer Schicht hattet, bekommen habt, abgearbeitet habt, erarbeitet habt, weiterzugeben. Das heißt, ihr könnt das nicht alle für euch behalten, wenn die Übergabe ist, dann müsst ihr auch alle sagen, was da passiert und gewesen ist. Plus müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr alles genau so, wie es ist, dokumentiert. So, also wenn ich jetzt an Kollegin Annette irgendwas weitergegeben habe, dann schreibe ich das natürlich auch in der Doku so. Schwester Annette wurde von mir beauftragt, Herrn Müller heute die Wäsche zu bringen. So, und dann kann man natürlich das im Nachhinein überprüfen. Hat das funktioniert? Hat es nicht funktioniert? Plus habe ich hier natürlich auch einen Ansprechpartner. Wenn ich sehe, aha, das hat gar nicht funktioniert, hat überhaupt nicht stattgefunden, kann ich natürlich sagen, Schwester Annette, was war denn da los? Also das finde ich wichtig. So, dann ist natürlich wichtig, alle Sachen, die nötig sind, zu unterschreiben. Das heißt, BTM-Buch führen, das heißt auch Trinkprotokolle nochmal nachkontrollieren. Wenn dort Pflegehelfer oder Azubis drin waren in den Zimmern, gehe ich immer, beziehungsweise mache ich es so, dass ich mir alle Protokolle mitbringen lasse in die Schichtübergabe. Und wir dann gemeinsam durchgehen, einfach nochmal gucken, aha, hat der seine Trinkmenge erreicht? Nee, hat er nicht. Wieso, weshalb, warum? Wie viel hat er getrunken? Das wird dann natürlich auch in die Dokumentation eingefügt und das vereinfacht einfach ganz vieles, wenn man das vor Ort hat. Viele sagen ja, das ist Datenschutz, das darf man nicht. Die Protokolle darf man nicht mit aus dem Zimmer heraus in das Dienstzimmer nehmen, weil es eben individuell bewohnergebunden ist. Aber es gibt immer ein Für und ein Wider. Innerhalb der Schichtübergabe finde ich das äußerst wichtig, das zu machen, weil das eben auch entsprechend dokumentiert werden muss. Die gehe ich dann alle durch, zack, 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 schreibe ich das in meine Doku rein. Herr XY hat heute so und so viel getrunken. Und wenn die Übergabe vorbei ist, alle Kollegen schwärmen aus in die jeweilige Aufgabenbereiche, Zimmer. Dann gebe ich denen einfach den Ordner in der Hand. So, du nimmst jetzt den Ordner von Frau Meier mit und bringst den auch wieder aufs Zimmer und fertig ist die Laube. Das klappt auch super und ich finde, das ist auch der beste Weg, meiner Meinung nach. Wichtig hier zu erwähnen, finde ich auch, dass man Sachen wirklich zu Ende bringen muss. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit dem Arzt telefoniert habe und der hat mir gesagt, ja, Frau Meier, die muss jetzt aber zum Ohrenarzt. So, dann rufe ich den Ohrenarzt an, sage hier bla bla bla, dann kriege ich einen Termin für die Dame. Und jetzt kommt das Wichtige, ich kann nicht einfach einen Termin ausmachen und nie mehr bin ich wieder gesehen, sondern das muss natürlich auch dokumentiert werden. Das heißt, ich schreibe das in die Dokumentation nach Absprache mit dem Hausarzt, bla 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 bla, schreibe ich das in meine Dokumentation. Plus schreibe den Termin auch in unseren Dienstbuch, in den Dienstkalender, wo die ganzen Termine halt eingetragen werden. Schreibe ich rein, Frau Müller hat am 6.7. einen Termin beim Augenarzt. Nicht nur bitte bei irgendeinem Augenarzt, sondern bei welchem Augenarzt, wäre auch ganz wichtig. So, und was ich auch ganz wichtig finde, ist natürlich dann weiterzudenken, wie kommt Bewohner dahin? Braucht der einen Krankentransport? Wenn ja, dann brauche ich einen Transportschein, den muss ich beim Arzt anfordern. Den kann er mir per Fax erstmal schicken und dann mit der Post. Das ist wichtig und auch ist wichtig natürlich, irgendeinen Transportdienst mir auszusuchen oder vielleicht habe ich auch einen festen in meiner Einrichtung, dass ich den informiere, dass der dann da ist. Und wenn ich das auch mit ihm ausgemacht habe, dass er kommt am 6.7., schreibe ich das auch natürlich mit in den Termin. Krankentransport XY wurde über Termin informiert, kommt dann und dann Frau Müller abholen. Transportschein ist eingeheftet in Bewohnerakte. So, das wäre dann einfach eine runde Sache. Jeder weiß Bescheid, alles klar. Sage ich in meiner Schichtübergabe so, hier, Frau Müller hat einen Termin beim Ohrenarzt.
am 6.7. habe ich schon alles erledigt, kannst du dir angucken, habe ich alles reingeschrieben. Transportschein ist am Start, super geil, alles super. Kollegin freut sich, ich freue mich, Bewohner freut sich. Wunderbar. Eine nächste Frage war, wann soll ein Azubi die Schichtleitung übernehmen? Meiner Meinung nach gar nicht. Weil Azubi, finde ich, hat ganz viele wichtigere Sachen zu tun, zu lernen, zu manifestieren, als die Schichtleitung zu übernehmen. Ich finde es in Ordnung, wenn man Schichtleitung ist und man hat zum Beispiel Azubi im dritten Lehrjahr, dann finde ich es gut, wenn man als Schichtleitung sagt, du weißt was, du bist heute da und du wirst heute mit mir die Schichtleitung übernehmen. Dann kann man immer wieder auf ihn zukommen und sagen, so, jetzt haben wir das und das vor, wir müssen jetzt noch das und das machen. Und er setzt sich, und er oder sie setzt sich dann einfach zu mir und guckt, wie läuft das ab, was muss ich da machen. Wie eben das bereits erwähnte Szenario mit dem Arzttermin, finde ich wichtig, Azubis dann begleitend einfach mit dabei sein zu lassen, damit die sehen, das ist nicht nur einfach ein Anruf beim Arzt und tschüss, Ende aus, sondern ist das natürlich auch eine logistische Sache, wie kommt er dahin, wie kommt er wieder weg. Braucht der einen Rollstuhl? Kann der so laufen? Wie weit ist der Arzt entfernt? Ist der Arzt barrierefrei? Kann der überhaupt, wenn er im Rollstuhl sitzt, kommt er mit dem Rollstuhl überhaupt in den Arzt rein? Es gibt ganz viele Ärzte, die haben Treppenstufen, 2 oder 3, 4 Treppenstufen vor dem Eingang. Und wenn ich dann da hinkomme, auch als Begleitperson mit dem Bewohner, werde ich keinen Bewohner im Rollstuhl 4 Treppenstufen hochwuchten. Das ist dann ein Problem, dann steht man da wie so ein Esel und das kann man ganz einfach umgehen. Und ich finde das wichtig, dass Azubis das auch im Bereich Thema Schichtleitung sehen und mitbekommen. Nächste Frage, wichtige Frage, existenzielle Frage ist, was passiert, wenn es Aufgaben gibt, Sachen passieren, die ich mir in meiner Position als Schichtleitung nicht selber zutraue? Das ist eigentlich eine ganz einfache Antwort. Ihr seid ein Team. Wenn ihr euch Sachen nicht zutraut, dann könnt ihr entweder eine Kollegin fragen, ob sie euch unterstützen kann, einen Kollegen, einfach auf einem anderen Wohnbereich anzurufen und zu sagen, du hier, pass mal auf, so und so und so und so, hast du vielleicht mal 5 Minuten, dass wir das beide zusammen machen können. Oder aber, wenn das nicht möglich ist, oder aber, wenn ihr Kollegen habt, die ihr einfach nicht fragen wollt, aus welchem Grund auch immer, kann alles passieren, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, diese Aufgabe der nächsten Schichtleitung zu überlassen. Also wenn ich im Frühdienst eine Aufgabe habe, die ich mir nicht zutraue, dann lasse ich es einfach sein und gehe einfach in der Schichtübergabe und sage hier, du zu der nächsten Schichtleitung. Eigentlich hätte ich heute das und das und das und das machen müssen, aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Könntest du das eventuell bitte für mich nachholen? Oder aber können wir es zusammen jetzt gleich nach der Übergabe noch zusammen machen? Das ist eine Möglichkeit und das finde ich auch gut so. Ich finde es nicht gut, wenn man immer sagt, nee, das traue ich mir nicht zu und ich bin mir so unsicher und weiß ich auch alles nicht und schiebt dann alles immer so in den anderen Dienst rein, schlimmstenfalls noch in den Nachtdienst, wenn es halt im Spätdienst passiert. Finde ich nicht gut. Da wäre es eher angebracht, dass man sich Hilfestellung sucht, jemanden, der sich wirklich erfahrungstechnisch auskennt und mit diesem dann begleitend seine Aufgabe trotzdem erfüllt, auch wenn man nur daneben steht, erstmal und guckt, was da los ist. Aber so ganz einfach so, nö, traue ich mich alles nicht. Wenn ihr euch das alle nicht traut, dann ist auch die Position einer Schichtleitung vielleicht nicht so das Richtige. Da solltet ihr vielleicht noch mal ein bisschen so Kompetenz entwickeln und bla bla bla. Ja, aber wie gesagt. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Die ist eigentlich mit der jetzt vorherigen verbunden. Da wurde gefragt, was mache ich denn, wenn ich was vergessen habe? Ja, wenn du was vergessen hast, dann dokumentierst du das einfach so. Wurde leider aus Zeitgründen nicht, konnte nicht durchgeführt werden. Oder habe ich einfach, weil ich dämlich bin, habe ich das vergessen. Oder weil ich faul bin. Oder warum auch immer. Und dann gebe ich es ebenfalls an die nächste Schichtleitung weiter.
Oder eben, je nachdem, was es jetzt genau speziell ist, habe ich auch die Möglichkeit, das dann in meinem morgigen Frühdienst einfach nachzuholen. Wenn es so ist und ich sage, okay, ich mache es heute nicht, ich mache es morgen, solltet ihr aber auch dann die Gegenschicht darüber informieren, dass ihr sagt, so, pass mal auf, eigentlich wollte ich das und das heute noch machen. Ein klassisches Beispiel fällt mir gerade ein, ist hier Wiegen. Es kommt immer ein Behandlungspflegezettel, da steht, wer gewogen werden muss, wo Blutdruck gemessen werden muss und bla 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 bla. So, und jetzt soll ich bei Herrn Müller Gewicht erfassen. Herr Müller ist aber den ganzen Tag tralafitti und nicht auffindbar und dann war er mal hier und war er mal da. Und als ich ihn gesehen habe, hat er aber keinen Bock gerade gehabt. Da kann ich dann zu meiner Kollegin einfach gehen und sagen, du pass mal auf, Herr Müller heute wiegen war einmal eine tote Hose, ging nicht. Bitte lass es so einfach, ich mache es morgen, dann werden wir ihn morgens gleich wiegen, wenn wir ihn versorgen. Bitte dokumentiert es dann aber auch, nicht, dass euch jemand nachher unterstellen kann, ja, die hat das ja einfach nicht gemacht, ganz klassisch. Und oder schreibt es euch auch notizmäßig in das Schichtleitungsbuch, Übergabebuch, damit ihr es einfach nicht vergesst. So, und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man nach jeder Schichtleitung, egal ob ich die jetzt schon 4-mal gemacht habe oder schon 40.000 Mal gemacht habe, ist, dass man sich einfach selber reflektiert. Hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben heute? War die Aufteilung korrekt in Profession und auch Können und auch wie war mein eigenes Zeitmanagement? Habe ich das geschafft, was ich schaffen musste, wollte, konnte? Und auch zu gucken, wie habe ich mich gefühlt in meiner Schichtleitung? Habe ich mich da wohl gefühlt? War das heute gut oder nicht gut? Und auch finde ich es wichtig, einfach meine Kollegen auch mal, man muss nicht jeden Tag, jede 10 Minuten fragen, und, wie bin ich so als Schichtleitung? Das ist Quatsch. Aber ich finde schon einmal die Woche oder am Ende einer Woche, die man zusammengearbeitet hat, finde ich es schon wichtig, einfach mal im Team zu erfragen, wie fandet ihr mich in meiner Rolle? Habt ihr euch wohlgefühlt mit den Aufgabenverteilungen und so weiter und so fort? Das finde ich wichtig, nicht nur in Anbetracht, dass man eben ein Team ist und dass sich jeder wohlfühlen soll, sondern stärkt das natürlich auch ein Team, wenn jeder nach seiner Meinung gefragt wird und diese auch wertgeschätzt wird. Sollte es Kollegen geben, die sagen, nee, das, was du da heute gemacht hast, das war total für den Arsch einfach nur, weil du hier rumgerannt bist wie so ein aufgescheuchtes Huhn und im Endeffekt hast du gar nichts hingekriegt, dann muss man das auch so annehmen können, lernen und sich natürlich auch entsprechend verbessern. Das ist dann natürlich extrem wichtig. So, und jetzt möchte ich euch zum Ende dieses Videos nochmal 3 Tipps an die Hand geben, wie ihr eure Führung innerhalb eurer Schichtleitung einfach etwas verbessern könnt. Der erste Punkt ist hier, dass man sich in seiner Rolle identifiziert und auch weiß, was ist da überhaupt los. Also wichtig ist hier, dass man sich wirklich verdeutlicht, ich bin jetzt hier sozusagen der Bestimmer. Um das zu können, um zu bestimmen zu können, muss ich für mich selber natürlich erstmal wissen, wo stehe ich gerade und wo möchte ich hin. Wo bin ich jetzt gerade und welche Aufgaben haben wir heute? Was ist vielleicht einfach mir aufgefallen, beispielsweise das Inkontinenzmateriallager sieht aus wie reingekotzt und ich möchte das jetzt einfach gerne mal in Schuss bringen, weil es einfach ist. Dann muss ich mich erstmal fragen, habe ich dafür die Ressourcen, die Zeit? Und wenn ja, bin ich natürlich dann erstmal nicht anwesend, weil ich alles in meinem Lager darum mache. Da muss ich natürlich gucken, dass dann die Aufgaben einfach gut verteilt sind. Das ist Punkt 1. Dieser Punkt beinhaltet auch die große Reflexion, die ich eben schon erwähnt hatte. Kommen wir zu Punkt 2. Stärken, Schwächen. Das bedeutet, ich gucke jetzt, wie schon erwähnt, welcher meiner Kollegen hat welche Stärke, welcher meiner Kollegen hat welche Schwäche. Und genau so gucke ich dann, dass ich Aufgaben, Maßnahmen verteile. Aufteile. Und ganz wichtig ist meiner Meinung nach, meine Praxisanleitung hat mir vor 11 Jahren mal gesagt, eine gute Schichtleitung führt ihr Team, ihre Kollegen menschbezogen. Das bedeutet, dass man wirklich individuell auf seine Kollegen guckt. Das bedeutet, was
brauchen meine Kollegen? Ich habe zum Beispiel manche Kollegen, die rasten aus, wenn die 10 Sekunden später, zu spät in ihre Pause kommen. So, da gucke ich einfach. Es gibt Kollegen, die sind Raucher, die brauchen regelmäßig kleine Pausen. Das ermögliche ich denen dann auch. Ich habe aber auch Kollegen, die sind nicht Raucher und die wollen eben eine halbe Stunde lang in ihrer Pause sitzen und gar nichts mehr hören von nix und keinem. Dann ermöglicht denen das natürlich auch. Hierzu zählt auch, dass wenn dieser Kollege, diese Kollegin, der einfach die Pause unheimlich wichtig ist, dann einfach bitte, bevor du deine Pause machst, kommst du bitte zu mir ins Büro oder wo auch immer ich gerade bin und gibst mir dein Telefon ab. Weil du hast Pause und Pause ist Pause und in Pause braucht man kein Telefon. Punkt, Ende, aus. Das finde ich wichtig. Und eben auch, wie eben schon gesagt, hinsichtlich von Stärken und Schwächen. Und dann auch hinsichtlich, wie schon erwähnt, verschiedener Bewohner. Kann der gut mit allen Bewohnern oder hat der Bewohner, wo ich den lieber nicht hinschicke oder sie? Das werde ich natürlich dann auch innerhalb diesem Bereichs dann beachten. Und der letzte, dritte Punkt ist standhaft bleiben, dass man auch dem Druck und Stress gewachsen ist. Das heißt, wenn ich sage, es wird jetzt hier ein Lagerungsprotokoll angelegt. So, und dann kommen 3 von 5 Kollegen und sagen, ach nee, da habe ich aber keinen Bock drauf, muss das denn sein? Und zweifeln hier jetzt meine Entscheidung. So, dann sagt ihr natürlich, das ist alles ganz schön, was du darüber denkst. Das kannst du heute Abend gerne deiner Katze erzählen oder deinem Fisch oder whatever. Aber ich habe das jetzt hier als Schichtleitung entschieden und Punkt, Ende, aus. Das ist wichtig. Ihr müsst hinter dem stehen, was ihr da entscheidet. Ganz klar ist hier die Voraussetzung, dass auch die Maßnahme sinnvoll und effektiv oder begründet ist. Aber solange es das ist, da bleibt ihr wie ein Fels in der Brandung, bleibt ihr da stehen und sagt mir, so, hast du jetzt mir eine Dreiviertelstunde hier den Knopf ans Ohr erzählt, warum und wieso das alles nicht geht und Lagerungsprotokoll ist immer noch nicht angelegt und da hättest du jetzt schon einmal lagern können in der Zeit, wo du mir hier einen Text erzählt hast. Funktioniert nicht. Jetzt nimmst du den Zettel und gehst los. Fertig. Da muss man sich auch durchsetzen, weil natürlich, es gibt immer Kollegen, die sind vielleicht 5 Jahre länger dabei und erkennen nicht, dass es wichtig ist, insbesondere wenn ich Fachkraft bin und es kommen Helfer, die schon 20 Jahre im Helferberuf sind und meinen, sie wüssten alles viel besser als die Fachkraft, was einfach Quatsch ist, weil das überhaupt nicht ihre Kompetenz ist. Da muss man einfach drüber stehen. Da sagt man dann, das ist alles schön und gut, wie du das meinst. Wenn du das meinst, dann kannst du gerne 3 Jahre dich auf den Arsch setzen und das Examen machen und dann können wir das gerne nochmal ausdiskutieren, aber so nicht. So, ja, ihr Hübschen. Und das war schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ihr habt ein paar Denkanstöße gekriegt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Wenn ihr es noch nicht tut und die Altenpflege unterstützen möchtet, dann bitte klickt doch den Abo-Button und das kleine Glöckchen nebenan. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Wie immer mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!